Wie mir. Ich finde nur scheiße, dass man beim Schutzanzug. Nochmal? Dass man beim Schutzanzug kein Licht bei hat. Ja. Wenn man irgendwie Licht. Da kannst du eine Taschenlampe dran setzen. Nee. Da finde ich ein bisschen blöd gemacht. Naja, aber schon realistisch, ne? Obwohl eine Taschenlampe irgendwie so auf der Brust oder so. Wäre ja auch nicht schlecht. Ja, oder dass du sie in der Hand halten kannst oder was. Weißt du, wie ich meine? Das geht. Ah, okay. Muss halt eine bauen. Die ich noch nicht bauen kann. Taschenlampe kannst du immer bauen. Ja, hast du selber. Hier ist noch einer, die Dreier. Ist ja geil. Im Inventar, Q. Und Werkzeuge. Oh ja. Ja, ich hab mal eine hergestellt. Oder verbrauchen die viel? Die verbrauchen gar nichts. Okay, da reicht ja eine. Hier ist dann Silber wieder, bitte. Und hier hast du eine Axt. Jetzt habe ich drei Äxten, naja, egal. Drei? Die eine normale Standard-Axt. Ach, die einfache, ja, schmeiß sie weg. Die einfache. Brauchst du ja nicht. Und eine, die gleich dann verbraucht ist. Dann ist hier noch das hier. Das kannst du noch haben. Dann kannst du noch das hier haben. Noch einen leeren Kanister. Brauche ich auch nicht mehr. Die Druckplatte. Oh, ist voll. Dann kannst du noch das hier haben. Kannst du noch das haben. Das hier auch. Das hier auch. Das Ding hier auch noch. Noch mehr habe ich nicht mehr. Eine Sicherung, die behalte ich jetzt. So, und hier noch das Fleisch. Dann habe ich alles. Sind zwar noch warm. Und hier Pistolen-Muni. Brauche ich auch nicht. Anzug habe ich jetzt schon bei. Ob ich den jetzt brauche oder nicht, ist egal. Und dann ich auch noch. Brauchst du irgendwie eine Waffe?
Ich habe eine Waffe, die AK. Stimmt. Die reicht ja wohl, oder? Ja. Plus habe ich auch noch über 200. Treibstoff hast du hier drin. Ja, die gehen nicht so schnell kaputt wie Kisten. Die gehen eigentlich überhaupt nicht kaputt. Ich hab mal eben einen Kumpel eben noch gefragt, ob der das war. Was war? Ja, was wohl? Ja, was? Ja, ob der das war, der da mit der Trompete stand. Achso. Und? Ja, das war der. Der das. Aber ich habe die Trompete nicht gehört, also davon auch. Ich auch nicht. Okay. Gesagt, er hat Star Wars Musik. Was hätte der? Star Wars Musik. Abgespielt. Kann der das? Ja, scheint schon. Naja, ich bleib erstmal hier jetzt sitzen. Ich find's lustig, dass die Kürbisse einfach auf dem Kopf sitzen kann. Du hast keine Sachen an. Ja, ja, weil ich den Kürbis gerade auf den Kopf gesetzt. Ich falle! Ich falle! Fuck! Ich hoffe, du belebst mich. Scheiße. Kannst du mich wiederbeleben? Oder bin ich instant tot? Also die Samsite funktioniert. Ja, ich frag ja nur, ob du mich aufheben kannst. Schauen wir mal. Ich lieg da noch. Ich mach noch nicht. Ich will jetzt nicht nochmal respawnen. Ich hoffe, du kannst mich jetzt so aufheben. Weil ich bin tot. Wie geht denn das? Ich glaube, ich musste irgendwie eine Spritze geben oder so. Ja, hast du. Aber ich habe keine. Da? Warte.
sonst ist gleich alles weg. Von der Base bis dahin, da brauche ich ja so lange, dann ist ja meine Kiste weg. Habe ich jetzt mich? Fuck. Eigentlich könntest du mich ja aufheben, aber ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Ich glaube, ich baue mir irgendwann auch mal eine eigene Base. Aber auf die Insel da vorne. Geht nicht. Achso, wahrscheinlich, weil wir nicht befreundet sind, ne? Kann das auch sein? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Hast du noch einen Hubschrauber jetzt hier stehen? Lol, nee. Scheiße. Ich kann einen kaufen. Wie lange brauchst du bis zur Base und zurück nach mir? Ach Mann. Weil solange ich noch nicht gespawnt bin, meine ich, ist ja noch keine Kiste da, ne? Nee, aber ich kann deine Sachen in eine Kiste tun. Okay, ja, dann mach das mal schon mal. Dann spawn ich schon mal bei mir an der Base. Dann pack alle Sachen da raus und pack die in irgendeine freie Kiste rein, dass ich sie gleich dann wieder hab. Ansonsten ist es scheiße, wenn das wieder weg ist. Weißt du, was ich meine? Dann brauch ich hier jetzt nichts extra wieder nehmen. Ja, Nico, meine Frage auch. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man das Ding konfiguriert. Naja. Wir werden es nie erfahren. Du schuldest mir 750 Scrap. Bob. Ich? Ja. Wieso das denn schon wieder? Ja, weil du nicht autorisiert bist. Ja, wieso bin ich nicht autorisiert? Das ist so weiß scheiße. Ich nicht. Weil Massa es nicht gemacht hat wahrscheinlich, ne? Kann das vielleicht da dran liegen? Aber wieso bin ich nicht autorisiert? Das verstehe ich auch nicht. Ich lauf mal Richtung Osten. Und du bist. Ich lauf mal zu dir hin. Ist ja nicht weit, glaube ich, von der Base, ne? Mhm. Eigentlich nur immer Richtung Osten laufen. Das ist genau. Na, siehst du, wo du gestorben bist. Fuck.
Da habe ich eben gerade aber auch nicht dran gedacht, dann das Ding da. Ich glaube erstmal sollst du das Ding erstmal von Stromnetz nehmen, dass es nicht nochmal passiert. Kann das sein? Mhm. Naja, aber die Frage, dass es funktioniert, hast du jetzt auch beantwortet. Ja. Also funktionieren tut das schon mal. Fuck. Kopie. Strahlungsgebiet noch durch. Nö. Bin jetzt schon an der Wüste. Gut, dass wir gerade das viele Zeug geholt haben. Ja. Muss man mal die Videos angucken der letzten Tage und mal durchzählen, wie viele Kopter das nun tatsächlich waren. Chef, moin. Meinst du? Wenn's vom Strom ist. Ich habe aber was schon mal für dich, eine große Solaranlage. Habe ich dir noch eingesammelt. Vorne läuft einer, da will ich jetzt nicht hier laufen. Da läuft einer? Ja, so ein Bot. Erstmal ein bisschen. Ich glaube, ich mache jetzt einen großen Umweg, aber egal. Kann ich noch eben die großen fähigen Kisten eben noch mit einsammeln. Ich habe zwei Solaranlagen hier schon wieder besorgt. Zwei jetzt schon. Ja. Wieso? Ist das nicht schon mal was Gutes? Ich werde das ganze Dach voll pflastern damit. Ja, ich weiß, aber zwei Stück ist doch schon mal ein Anfang, oder? Klar. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt richtig laufe. Richtung Norden jetzt. Probier ich gleich nochmal, Chef. Sorry, wenn ich die Cam wieder ausgemacht habe, aber ich finde, das habe ich ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte die ausgemacht und esse hier
ohne dass es jemand sieht. Das sieht die ganze Zeit an. Habe ich irgendwie in der Nase gebohrt oder so? Oh Mann. Die Webcam stört niemanden, meinst du? Ja, Chef, überleg mal, von 8 FPS in Rust auf 70. Und Webcam? Ne, wie sagt man Facecam? Ist das schon weit gebracht, wenn ich jetzt irgendwie noch eine ordentliche Internetleitung hätte. Aber nee. Ich brauche noch 10 Minuten, dann bin ich bei dir. Alles klar. Wie gefällt dir denn Cyberpunk? Schiebt das ja vor mir her, ne? Ich habe es ja geschenkt bekommen. Weiß nicht mal, ob es läuft. Ist bisher noch nicht ausprobiert, aber installiert. Ich würde da einfach nur gerne rumlaufen wollen. Erstmal mir die Stadt angucken. Ich mach die gleich wieder aus, Sasko. Und Webi. Mine wollte, dass ich die Cam anmache. Da bin ich schon. Jimmy, ich bin sofort da. Okay. Kann schon Tür aufmachen. Mach selber. Ach ja, ist das der gleiche Code? Mhm. Ich bin auf dem Flugdeck. Dann muss ich mal eben nachgucken, weil das hab ich.
Hast du überall die gleichen Codes oder? Wir hatten uns nicht getroffen, Sasko. Er ist auch schon wieder zu Hause. Aber er wird wohl öfter in Hamburg sein. Ein andermal. Vielleicht ist der Lockdown ja auch schon bald wieder vorbei. Vielleicht. Ich lese jetzt schon von Leuten, die irgendwie mit zwei mutierten Viren gleichzeitig In welche Kiste hat jetzt meine Sachen reingepackt? Hier in die grüne. Ja, hast du nochmal 10 Schrott. Lese von... Und deine Panel. Lese von Leuten, die haben beide Viren. Gleichzeitig. Habe ich die Englisch. Danke dir. Überall auf der Welt gibt es Mutationen. Ich habe keine Ahnung. Kann man nicht vorstellen, dass das bald vorbei ist. Es wird nur alles viel länger dauern als in den Filmen. Zombies, merkst du das, siehst du das wenigstens, wenn sie dann, ne? Was will ich denn mit dem Fernglas? Stimmt, das ist meins. Willst du nur mit meinem Fernglas? So, wieso haben wir denn jetzt keinen Hammer? Weil du keinen hergestellt hast, wahrscheinlich. So, also die Sam hatten wir abgeklemmt. Der hat aber auch alle verballert, die drin waren, ey. So, hier steht, weitere Optionen sind verfügbar. Halte Use, um das Menü zu öffnen. Aber dann will er die immer aufnehmen. Six, moin. Und danke. Ja. War nur ein Croissant oder drei. Jetzt fehlen nur noch Taucherflaschen, aber das ist ja. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier in irgendein Menü reinkomme. Öffnen ist einfach nur Munitionslager. Und hier steht, weitere Optionen sind verfügbar. Aber das ist Snatch. Snap. Snap.
Ein Power in. Lampadenwackelkontakt. Miese Brise. So, bist du noch da oben? Oder? Ich bin unten gerade und habe eben für die Tür mal eben überall die Codes eingegeben. Wo ich einen Code drin eingeben muss. Gut. Also, für den Kopter müssen wir zum Banditenlager. Und für die blaue Karte müssen wir zum Außenposten. Können wir ja machen. Ja. Wupfel. Das andere Tor hier machen, dann bin ich durch. Und 50 Gramm gratis. Aber 50 Gramm gratis. 50 Euro kostet das Ding. Was ist das denn noch für ein Bereich da hinten? Ja. Große Schmelze. Ach so. Die muss immer auf normalem Boden stehen, die kannst du nicht auf eine Plattform stellen. Ja. Ich sehe es gerade selber, steht ein bisschen schief. Egal. Dann kann ich hier eben die beiden Türen auch noch eben freischalten. Gramm, aber das sind natürlich keine Kekse, die 50 Gramm. Das wäre geil, oder? So Prinzenrolle mit einem kleinen Extra.
eine Prinzenrolle 50 Euro, 52 Euro, 50. Wenn ich dahin gucke, also dahin, da ist der zweite Bildschirm. Du hast das Ding jetzt erstmal ausgestellt hier. Ja. Jo, ist so. Aber wenn du... Nee, ich sag's nur. Aber wenn das einer von weitem sieht, kommt er gar nicht erst hier hin, weißt du? Weil er natürlich denkt, die ist an. Ich sag ja nur. Ja. Und wie kommen wir jetzt... Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Wollen wir jetzt zum Schmuggellager erst hin? Hinlaufen oder hinfahren? Was sagt denn das Wetter? Die Uhrzeit, Tageszeit. Yeah, baby! Yeah. Alter! Wow. Washaki VB. Und vielen Dank für die Verlängerung deines Abonnements im 5. Monat. Ja, der ist, ich weiß nicht, wie man die leiser macht, diese Sound Alerts. Und ich habe diese Kack hier, das sind so... Oh, ihr seht mich ja gar nicht, oder? Oder reicht das mit dem Licht? Reicht, oder? Ich finde nur lustig, dass Stengi... Dein Niesfehler hat und du hast das nicht mal. Nochmal? Du hast... Stengi hat wahrscheinlich 37 Bild... Lichtwerfer. Ich habe gerade eine Kerze angemacht. Nee, ich habe hier so... kann man das sehen? Ja, das sind so Kopf, kann man das sehen? Vielleicht besser von der Seite, dann sehe ich nämlich, was ich tue. Kann das sehen? Also das geht so ins Ohr rein. Und dann ist hier so ein Bügel drumherum. Und wäre ich so ein bisschen eingeschlafen, dann hätte Washaki mich mit seinem Abo sowas von geweckt. Weil das Ding ist eher zum Telefonieren und scheppert halt wie doof. Also vom Sound im Game habe ich gar nichts. Ich kann Bob hier gut verstehen. Das reicht ja eigentlich auch. Ich meine... Über 3000 Stunden. Ja, ne? Kleiner 3. Ja, und die trage ich, weil das Headset kann ich halt nicht über den Hut ziehen. Ja. Autorisierung geht über den TC-Chef. Ja, nur haben wir ja gelernt, die Range von der SAM-Site ist weiter als die vom TC. Ich könnte ja mal gucken, ob mein... ob ich Sponsoring machen kann für mein Shampoo, das mir Freundinnen empfohlen haben. Also Frauen. Das ist ein Frauenshampoo.
keine Ahnung, wie viel Uhr es ist da draußen. Ich hab auch keine Ahnung. Was für ein bescheidenes Wetter. Lass uns doch einfach mal... Weißt du, was wir machen? Was? Und immer schön zumachen. Ach so, ja. Wir bauen uns Autoteile und laufen einfach los und auf dem Weg nehmen wir uns ein Auto. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, was ist denn das hier? Werkbank Stufe 3. Herstellen, herstellen. Bis auf die eine Kiste kann ich nicht herstellen. Herstellen. Irgendwas vergessen? Die Ventile. Hier oben brauchst du auch nicht mehr hin, ne? Nee. Dann kann ich die Tür jetzt hier zumachen. Schaki, wie geht's dir? Das macht das Licht, dass die so gut gepflegt ist. So oben oder was? So, bis bei der Werkbank frei. Ja. Ja, da komme ich ja eh nicht rein. Aber egal. Komm. So. Jetzt üben wir das nochmal mit dem Hochlaufen hier. Und zwar hier. Einfach hoch. Springen, 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 springen. Wo ist er? Ich bin hier. Hier. Hier, unter mir. Links, links, links. Oh, das war ja ein kurzer Besuch, war Schaki, alles klar. Dann auf ein andermal. Vielen Dank und auf bald. Und gute Nacht. Und irgendein Scheißhaar habe ich da. Komm, genau, genau. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ja, schaffst Dein du. Dein Charakter ist zu dämlich. Da. Links rüber. Einmal nach rechts und dann nach links. Links. Rechts, links. Scheiße, ja. Links, rechts, links. Links. Ja, er rutscht aber immer weg hier. Komm. Jetzt. Ja. Ja, nochmal, du musst doppelt springen. Ja, ich springe doppelt. Na komm. Ich komme nicht über die Kante darüber. Das ist. Guck mal, siehst du hier diesen Absatz? Den Absatz, dann ja, da drauf. Den sehe ich. Und darüber. Ich bin einfach zu dämlich dafür. Die Gummistiefel sind schuld. Das könnte natürlich sein. Ein kleiner Sprung für dieses Mädchen. Rambo.
Moin. Und danke. Ich zieh mal eben den Anzug aus. Vielleicht ist es ja dann besser. Also irgendwie kann ich mit Anzug besser. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist mein Laptop auch einfach zu dämlich. Nee. Ja. Du musst nach links. Ja, ich weiß. Ich drücke mal zu schnell. Nee, kriege ich hier nicht hin. Mein Pausen von der Hunde. Mein Gott, das ist mir zu dämlich. Du bist halt trainiert, du hast auch so viele Stunden. Ja. Okay, das wird nichts. Willst du da unten warten, bis ich den Kopter geholt habe? Ja, mach mal. Ich probier's ja. Das dauert bis morgen. Im Dunkeln fliege ich nicht. Mit dem Wackellicht. Ja, dann lauf doch. Dann lauf doch dahin. Ich komme hinterher. Oder du holst mich hier gleich ab. Dann machen wir hier Plan B von wegen Auto suchen. Zweitauto. Ich dehydriere und verhungere, was ist denn hier los? Ich nehme mal einen anderen Weg, das geht dreimal schneller als dass ich da zigtausendmal versuche. Jetzt muss man Bob aber auch zugute halten, dass er neu ist in dem Spiel. So. Ne? Ja. Während ich aber auch nicht mal weiß, wie man jemand anders heilt. Ja, ich gehe mal die Strandküste noch entlang. Ich hatte eben einen Vorsprung gehabt, wo ich hochkam. Richtung Wüste, ja. Also, ja. Also das mit dem, mit den Kopfhörern, Ohrhörern, da muss ich irgendwie noch was machen. Gibt ja auch so Headsets, die gehen mit so Bügeln irgendwie hinterm Kopf lang. Die haben vielleicht eine etwas bessere Soundqualität. Ich hab keine Ahnung, wie sie.
Croissants sind so lecker. Was macht ihr eigentlich? Okay, Six hat Feierabend, ne? Ach Quatsch, als würde ich nach 3 Jahren wissen wollen, warum ihr nachts, Samstag nachts noch wach seid. Das ist cool, das habe ich aber auch schon probiert. 10 Minuten lang, Viertelstunde. Gar kein Problem. Mit dem festen Glauben, dass ich da hochkomme. Welche Richtung gehst du? Westen Richtung Straße auf Höhe 17, also die 17er Kacheln. Bin jetzt gleich nördlich vom Supermarkt. Du bist irgendwo, keine Ahnung. Sie ist auf der Map. Ja, ich weiß. Fokus, Junge, Fokus. Ja. Ich muss einfach nur mal geradeaus laufen. Einfach nur nach Westen. Eigentlich sieht man im Dunkeln die Autos gut, weil die brennen. Hier ist ein Tanker. Wo ist ein Tanker? Ja, ist eigentlich egal. Hauptsache er fährt. Ich bin im Schnee. Warte, macht das eigentlich was aus? 70, 143, 53, 68, 68. Macht gar nichts aus. Sogar sehr gut. Ich laufe jetzt gerade vom Schneegebiet runter. Richtung Nordwest. Ich bin jetzt gerade im Suchen, wo hier die Straße ist. Dann kann ich dir gleich sagen, wo ich bin. Komm zum verlassenen Supermarkt. Oder bis am Bergbau Außenposten. Ich habe ein Auto gefunden, einen Tanker. Es gibt Pilze, ja. Supermarkt laufe ich jetzt.
Aber wie ich die ganze Zeit so einen Spaß mache. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier jetzt bin. Der sieht eigentlich sogar noch knuffiger aus, ne? Egal. Voll die geile Tarnung hier. Ich sehe dich, du kommst mir zurück entgegen. Ich kann leider nicht hupen. Hast du es geschafft? Ja. Ich bin auch drunter. Super. Ich hoffe, es war jetzt kein Umweg. Gut, dann fahren wir zum Bandit Camp. Ja. Ich stelle den Wagen da wieder ab. Habe ich nicht drin, die Gürtel. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Ne, ich habe die aber schon mal rausgenommen. Ja. Dauert aber noch ein Weilchen, bis wir da sind. Kacksam. Die Show müsste heißen 1000 Wege, wie man ein Gyrocopter verliert. Weißt du? Irgendwie sowas. Sind wir da? Nee, noch lange nicht. Komm auf die Karte. Was ist das hier für ein Gebäude? Unsere Base. Ach so, der Krüppelding. Auch hier sind wir.
In Rust ist es so, man kann sich den Charakter nicht aussuchen. Man kann auch nicht bestimmen, wie der aussieht. Oh ja. Das Lustigste ist, mein Kopf ist ein männlicher Kopf und der Rest ist alles freudig. Ist doch so. Oder was sagst du, Tim, zu meinem Kopf? Ich sag da nichts zu. Ja, dein Körper sieht wenigstens wie eine Frau aus. Sieht's aus wie... Du weißt, was ich meine, ne? Ich sehe aus wie ein großer Junge. Mit einem Mädchenkörper. Ja, so auch bei mir. Und du siehst aus wie meine Tante. Ach du Scheiße. Meine Homophobe. Ach du Scheiße. Chef, alles klar. Dann schlaf schön. Nee, da. Schlaf schön, danke fürs Rumkommen, danke für den Tipp. Ich guck da nochmal nach mit der Sam-Site. Also autorisieren über den TC, klar, aber wie konfiguriert man das Ding? Wir haben halt nur was gesehen mit hier mit einem, war das hier? Hier. Mit einem Broadcaster. Ein Timer und ein Blocker, das also für kurze Zeit außer Betrieb setzt, wenn du landest oder startest, und dann geht das Ding wieder an. Und was ist mit dem Ding, was ich da eben gefunden habe? Könnte das vielleicht das Ding sein, Tim? Dieses Zeitding da? Den Timer. Ja, den bräuchte man dafür, aber Timer haben wir. Was wir brauchen ist der Receiver und der Broadcaster. Da bist du. Kennt ihr das, wenn so ein Haar irgendwo unscharf vom Auge, vom Dreispitz runterhängt? Ja. Später nochmal gucken. Erstmal müssen wir dieses Ding besorgen. Ohne blaue Karte. Und ein Kopter. Und es wird dunkel. Also hier ist eine gute Lootstrecke, ne? Aber da haben wir jetzt keine Zeit für. So, raus hier. Wo muss ich hin? Hier ist der Landeplatz, ne? Alter, was macht der denn? Ich bin ausgestiegen. Nee, der Wagen rollte und rollte immer weiter. Komm.
Hier rein, rechts rein, durch das Holztor. Ja. Na komm. Ja, ich bin doch hier am Hubschrauberlandeplatz schon dabei. Okay, dann mit der Frau hier reden. Ja, ich hab ja jetzt nichts, du. Ich möchte einen Hubschrauber kaufen. Ich möchte einen Minicopter kaufen. Zahle 750 Rott. Bitte reise sofort ab, da die Rücknahme in 2 Minuten erfolgt. Komm. Mank. Ich kann mich hier nicht hinsetzen. Ich kann mich hier nicht hinsetzen. Dann, ich hau dann ab. Lauf raus. Hier hoch. Ja, ich bin draußen. Flieg erstmal. Ich sehe dich. Ich komme hinterher. Ich konnte da nicht einsteigen. Strange. Wahrscheinlich kann das nur derjenige, der es gekauft hat, weil es dann noch eine Sperrzone ist. Kann das sein? Mhm. Vielleicht. Maybe. Maybe. Der Mann in den Bergen. Kennst du das? Die Serie? Ja. Kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Hinsetzen. Ja. Ja, ich bin soweit. Waffe weg. Ja, habe ich die ganze Zeit schon weg. Aber die haben es gut eingebaut, ne? Die können sich jederzeit einen Hubschrauber da wegholen, ne? Na, ich glaube, die haben sich eher an den Sites orientiert. Was heißt das? Na, kürzester Weg zu den Monumenten. Ich bleib hier sitzen. Alles gut. Ich hol nur die Kiste da eben noch weg. Ich bleib aber hier jetzt sitzen. Und ich müsste schnell gucken, wo es die Karten gibt. Zack. Soll ich 2 holen? Ja, holen wir sicherheitshalber 2. Ach, Scheiße. Jetzt hab ich Blödsinn gebaut. Wieso?
vielleicht bekomme ich ja hier auch die Receiver. Wir fahren nochmal zu unserer Base. Oh, warte. Hier ist ein Einser. Kann es sein, dass hier irgendjemand rumläuft? Außer uns? Wer denn noch? Weiß nicht. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Spring ab. Space. Okay. Ich wollte mal einmal kurz gucken, ob ich hochkomme. Das war sowieso nicht viel, was ich hatte. Wieso hast du gerade was gehört? Dafür waren wir gerade 2 Tage unterwegs für das Ding. Nein, ich meinte, wieso? Hast du eben dann gesehen oder was? Nee, wegen der Musik. Egal. Kommt die nur, wenn einer in der Nähe ist, oder was? Dann wird's spannend, ja. Dann wird die Mucke spannend. Aber es kann auch sein, weil wir beide ja noch nicht verbündet sind. Das deswegen Musik. Und dann hätten wir die ständig. War ja nur ein Gedanke gerade. Was wolltest du jetzt noch an der Base bei dir? Ja. Oh, wohl. Hier in die Base rein. Willst du den Hubschrauber da nicht reinstellen? Nee. Ist doch egal. Komm. Hunger gerade. Why? Nicht. Du nicht? Nö.
Hier sind sie. 20, ja. 40, 60. Ich hab Funksender, keine Ahnung, mit den Kisten. Funksender und Funkempfänger. Die beiden Sachen brauchen wir. Also wir brauchen noch 40 Scrap. Das finden wir draußen auf der Straße. Wie viel? 40 Schrott oder was? Ja. 30. Ja. Na, so viel habe ich jetzt ja nicht, aber... Mach die Tür zu. Ne, hier ist auch nichts mehr dran. Ja, ja, ich komme. Ja, das finden wir ja gleich noch da hinten auch noch, wenn wir da hinfliegen. Noch. Ich hab 10 jetzt. Und ich hab 28. Wieso habe ich da keinen großen Rucksack noch? Was für einen großen Rucksack? Meinst du wegen dem Anzug? Hier gibt's keinen großen Rucksack. Das ist nicht Scum oder DayZ oder so was. Bist du hier vorne der eine, der da läuft? Nee. Okay, ich hab hier grad was drauf. Ach doch, du bist das. Da bin ich mal froh. Ich hab nur grad da einen hinten. Hinterblick gerade ein Laufen gesehen. Ich wollte schon gerade schießen. Deswegen frage ich, bist du das oder nicht? Da macht man dann den sogenannten Jump Check. Aber da das jeder weiß, springt jeder und dann denkt man, das ist ein Kumpel. Und dann bam. Wo ist eine Bärenfalle? Bei dir ist auf der rechten Fläche unten in der Leiste ein Rucksack, wo du noch Sachen reinpacken kannst. Bei wo mir mein ja. Fernglas ist. Sowas gibt's nicht, Sasko.
Vielleicht irgendwie ein Mod oder so. Noch zwei Bierchen trinken und dann müssen wir was spielen. Okay. Hier oben stand auf jeden Fall ein Auto. Das weiß ich, außer dass es weggespawnt. Willst du eine Armbrust? Da kommt ein Airdrop. Ne, brauch ich nicht. Hier müsste doch langsam mal ein Fahrzeug kommen, oder? Jetzt runter in die Wüste. Keine Ahnung, warum. Ich hab ein Auto. Und das eins ist hier. Yep. Das ist eins. Siehst du, was da vorne steht? Ist doch, glaube ich, eins, ne? Ja. Mhm. Oh, das ist sogar ein gutes. Das ist ein richtig gutes, aber dafür haben wir zu wenig Stuff. Shit. Ja, aber reicht das nicht eben, damit zu fahren? Nee. Ja, dann nächstes Auto. Wir brauchen Ventile einmal und Pleuelstangen einmal. Pass auf. Ich kann dich auch schieben. Wie kannst du mich schieben? Mit dem Auto oder was? Ja. Du musst nur lenken. Ach nee, lass. Ich gucke mal, ich bin ja schon weitergelaufen jetzt, aber. Ja, aber jetzt, wir können das Ding runterschieben zur Base und da halt die beiden fehlenden Stücke bauen. Weißt du? Ach so, ja, ist recht. Oder hier ich schnell ein Pferd finden. Komm zurück. Okay. Ich war schon fast unten beim anderen Auto, aber egal. Wenn du sagst, das Auto ist gut, dann müssen wir das nehmen. Also ich muss nur lenken mit der Maus, glaube ich, ne? Oder wie lenkt man das Auto? WASD. Also. Okay. AS. Ja. AD. Ja gut, das ist ja einfach. Ja, ich bin sofort bei dir. Ich sehe das Auto schon. Da muss ich nur eben einsteigen. See you now? Ich sitze jetzt im Auto. Komm. Den Hubschrauber hast du in den Bass reingestellt oder wo hast du den hingesetzt? Nope. Das ist egal. Willst du denn da nicht in eine Garage reinfahren? Du hast ja die Codes da, wenn wir gleich da sind. Welche Richtung?
FN-Player. Es kann gut sein, die Leitung wackelt hier total gerade. Du musst. Ich sehe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinlenke. Ich muss schon vorwärts rollen irgendwie. Ja. Das ist das Einzige, was man für Geld nicht kaufen kann, nämlich die Internetleitung. Tim. Tim, macht's nicht mehr Sinn, mal eben. Ich bin im Auto sitzen und du läufst eben bis dahin und kommst zurück. Ja, ich krieg dich hier auch nicht mehr weg. Ich hab ja dagegen gelenkt. Und kannst den Motor nicht starten, weil da fehlen Teile. Warte mal, vielleicht kriege ich dich jetzt da hochgedrückt. Ja. Wenn wir beide jetzt eben drücken. Ist egal. Fuck. Fast war. Komm, warte hier. Ja, was soll ich sonst tun? Wir hängen hier direkt mitten in einem Baum. Das ist echt grausam, mitten in Hamburg. Und ich weiß echt nicht, ob das irgendwie Corona-bedingt ist. Normalerweise wären die Leute jetzt alle im Club statt zu Hause. Und würden kein Internet benutzen. Ich hab draußen doch raus. Was hast du? Ich hab das Auto aus dem Loch rausgekriegt. Super. So, was fehlt noch? Du hast doch gesagt, eine Plonstange und... Wo sieht man das? Einmal die... ein Kolben und diese Plonstange, diese Nägel. Rest ist alles drin. Gesundheit. Plonstange? Und die Kolben. Oder Zylinder. Ventile. So. Kolben und Ventile. Einfach. Fuck. Ich hab so gut wie es geht jetzt auf die Straße drauf gedrückt.
kann ich ja mein schon mal was hier hinten in der Kiste reinpacken. Ja. Dass ich gleich genug Platz habe. Geschichte mit der Leitung kann ich nichts ändern, sorry. Ich habe mich dran gewöhnt, dass wie schlechtes Wetter gerade am Wochenende kommt und geht. Uns fehlen 5 Meter. Bis zum Kabel. Und die wollen für einen Meter 300 Euro haben, wegen Brandschutzbestimmung. Also 1500 Euro. Lächerlich. 1500 Euro, das ist ein Leben lang Internet. Weißt du? Oder ein Jahrzehnt oder was, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bitte schön, ich hab's erst. So. Ich hoffe, das Auto steht so gut. Steht so super. Ich hab erstmal meinen ganzen Müll rausgeschmissen, was ich eh nicht mehr brauche. Gesundheit. Ich hab voll das Hals. Katzenbart. Ich glaube, ich muss mal ein Stück trinken. Kommen wir erstmal voran. Ne, es macht so auch keinen Spaß, ey. Aber ich weiß ja nicht, wann das wieder vorbei ist. Wäre ich das Auto dann noch aufbessern oder was? Ist schon voll repariert. Oder siehst du noch irgendwo was? Nö, alles gut. Hast du den Heli noch da hingestellt oder? Steht ja immer noch da. Der steht immer noch da. Das ist auch da. So, magst du das Tor mal aufmachen? Ja. Wenn du mich nicht umfährst. Ich
Garantie für nichts. Wofür brauchst du jetzt das Auto? Dann haben wir hier eins. Wir haben keinen Saft. Ich krieg die Krise. Kein Saft. Weil die hier wahrscheinlich keinen Strom hingelegt haben. Ich hab den Strom da hingelegt. Hast du auch die Rolltore hier vorgesetzt? Nee. Ich hatte ja einfach nur Fundamente hingemacht. Warte, hier geht gar kein. Doch. Aber hier geht gar kein Strom rein. Alter. Den Fehler gefunden. Ich brauche ein Dings. Wire Tool. Was? Darf ich hier kommt gar keine Power rein. Oh Mann, ey. Kannst du mir mal Huckepack machen? Räuberleiter. Wie geht das? Na, du stellst dich hier hin und duckst dich. Bückst dich, komm mal rum. Welche Garage? Hinter die Garage. Genau, so ein bisschen weiter, ein bisschen weiter zu mir. Wegen dem Dachvorsprung. Bin ich jetzt geduckt, ja. Dann stell dich mal hin. Warte. Nee. Hä? Weißt du, wie wir es machen? Kommst du nicht von dem Dach da hinten rüber gesprungen? Mit viel Anlauf, ja.
zwei Noobs im Urlaub. Solarzelle und die ist auch noch kaputt. Weggemacht. Weil die dämlich sind. So, jetzt wird's natürlich dunkel. Das Ding bekommt keinen Saft. Null. Ah, steht auch genau falsch rum. Ach, wird schon, wird schon. Morgen ist der Saft drauf. Ja. Wollt der Heli weg oder bleibt er da stehen? Nee, den muss ich wieder rüberbringen in die Base. Willst du mit? Ja, sicher. Wo steht er denn? Trosse. West-, Ostseite. Sag nochmal. Ich bin sofort da. Ich bin nur der falsche Tor rausgegangen auf der falschen Seite. Bei der Straße rausgegangen. So nicht fliegen. Wieso, was ist? Obwohl, jetzt ist wieder grün. Hier wegen dem Rumgelege, wegen der Leitung. Ich habe 167 Kilobyte.
ist das abfuckend. Frisst den Eli vielleicht da noch rein? Ist ja nicht so weit, den haben wir jetzt gleich auch auf. Machen wir das ein anderes Mal mit der grünen Tür, blauen Tür. Kann man eigentlich auch eine Base unter Wasser bauen? Bisher nicht. Also schon, aber du kannst halt nicht drin leben, ne? Sind die denn alle grün? Ich hab die nicht grün gemacht. Bob, jetzt mal ehrlich, wer denn sonst? Ja, können wir. Wenn du musst die nicht, wenn du den Code eingibst, musst du einfach nur den Code eingeben, nicht die Tür aufmachen. Deswegen fragen. Habe ich zu lange drauf gedrückt gehabt? Oder wie passiert das dann? Das glaube ich nicht. Die ist rot. Die ist rot. Die um die Ecke. Rot. Ja, hier unten habe ich noch keine kurz reingegeben. Die hat gar kein Schloss drauf. Also doch, aber. Wache ich hier wieder auf, sonst muss ich mir hier einen Schlafsack eben hinlegen. Du wachst hier wieder auf, ja, und autorisier dich mal hier an dem TC. Einfach nur mal draufklicken. Ja, habe ich immer. Super. Ach, deswegen. Wahrscheinlich habe ich das bei Evo bei der anderen Base auch nicht gemacht gehabt. Kann das sein?
Also die Autorisierung ist eigentlich dafür da, dass zum Beispiel irgendwelche Turrets, Shotguns, andere Fallen nicht auf dich ballern. Oder eine Sam. Deswegen ist auch der Heli kaputt gegangen, wahrscheinlich. Deswegen Was schuldest du meinst? mir 750 Ocken. Ja, das hattest du mir eben nicht gesagt, dass ich noch hier autorisieren muss. Ich dachte, das Entschuldigung. hättest du gemacht. Nee, ich war in diesem Raum doch hier überhaupt nicht drinnen gewesen. Wie soll ich denn, weil ich hier nicht reinkam, mit der Tür hier. What? Die Ich war doch die kam ganze eben Zeit durch diese auf. Tür hier. Die war doch die ganze Zeit offen. Egal. Dann gehe ich auf das Bärenfell hin. So, wir haben die beiden blauen Karten und wir brauchen noch diese Transmitter Sicherung. da. Und die bekommen wir in der Werkbank 2, die wir hier nicht haben, aber drüben in der Basis. Okay. Was brauchst du denn für eine Werkbank 2? Werkbank 2 halt. Gibt drei Stück. T1, 2 und 3. Ja, aber ich meinte, was brauchst du an Material? 40 Scrap. Ja, die habe ich ja. Ja, die haben wir jetzt. Haben aber total vergessen, das zu machen. Kannst sie hier nicht machen? Nee, hier habe ich eine Dreierwerkbank. Jede Werkbank hat hier einen eigenen Tech-Tree. Das ist irgendwie schräg, aber ja, so ist das. Aber ist das hier nicht die Werkbank 1 hier vorne? Das ist die Werkbank 3 da hinten. Die hier. Ja, da hinten. Aber hier vorne. Das ist der Oder was ist das Repair denn? Table oder Ich Repair dachte, man Bench. ist das. Naja. Ja, du sagst es, du sagst es. Ich lege mich da hinten jetzt aufs Bärenfell und dann ist Feierabend. Heute rauche ich noch eine und dann gehe ich pennen. Ja. Und ich werde das Internet mal eben neu starten. Und gucken, ob das besser wird. Hier kann ich doch stehen, oder? Ja. Ist zwar jetzt nicht so die dollste Umgebung. Aber oben muss ich noch gucken, wie viel Wendebereich ich brauche für den Gyro und dann wird da oben schön ein bisschen eingerichtet. Und am Donnerstag ist eh wieder alles vorbei. Wieso? Ja, Wipe. Ach so, dann geht alles weg, egal wie was. Ob du jetzt immer Holz genug drin hast oder nicht, das spielt dann keine Rolle oder was? Nochmal. Die Base verfällt die dann oder was? Nee, es wird alles gelöscht. Die Base ist dann weg. Oh, okay.
Und alles, was wir gelernt haben, ist dann auch weg. Dann geht alles wieder von vorne los. Okay. Das ist ja behindert, naja. Das steht aber auf der Packung drauf. Ja, ich sag nur, das ist ein bisschen blöd. Ich bin jetzt rausgegangen. Warum ist das nur bei OBS? Was stimmt denn da nicht? Wie kann ich das denn überprüfen, was mit dem WLAN ist? Das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung von. Naja, musst du dann immer noch überlegen, mit dem Kabel ist er noch in Linguitz oder nicht? Ich habe gerade keine 1500 Euro über. Ja, ich auch nicht. Niemand. Niemand hat 1500 Euro über. Das wären ja 2 Monatsgehälter oder 1. Oder 3. Ja. Oder 10 Jahre Internet. Was soll denn der Scheiß? Und das gilt ja nicht nur für uns, ne? All die anderen Leute auf unserer Seite vom Hausflur, für die gilt das ja auch. Ja. Pro Stockwerk. Völliger Schwachsinn. So, ich würde jetzt gerne irgendwie so einen Text hier machen. Ja, weil ich gar nicht weiß, ob der Chat mich jetzt überhaupt, ob die Zuschauer mich überhaupt verstehen, richtig? Ich gucke gerade nach. Warte mal 2 Minuten ab. Ich bin gerade mal auf dein Ding drauf. Also ich höre mich nochmal. Dreh du mal. Ja. Also sorry wegen den Lags, aber gar nichts dran
machen. Aktuell. Leider. Ich starte mal neu. Das ist so riesig. Ja, das ist ein bisschen zu groß, ne? Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich kann die Größe nicht ändern. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung von. Doch. Jetzt ist das so groß. Wolltest du es doch kleiner machen? Ja. Jetzt kann man es gar nicht mehr lesen. Jetzt ist alles verschwommen. Unglaublich, ne? Es ist alles verschwommen, man erkennt gar nichts mehr. Das S erkennt man, das W, das D und das L. Und der restliche, was da drunter steht, alles nichts mehr. Die oberste Reihe kann man gerade so noch lesen. Das ist wieder zu groß. Jetzt kann man es gar nicht mehr lesen. Das tut. Ich weiß nicht, was du da machst. Ey, weißt du, wie viel Text... Guck mal hier. Weißt du, wie viel Texte ich schon geschrieben habe? Ja, aber man sieht nicht. Warum kann man denn den ganzen anderen Scheiß lesen? Nichts. Ist vielleicht einfach zu viel Text. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Leute, es tut mir leid. Wieso mach? Ich wollte einfach... Nimmst du einfach ein Word-Dokument? Ich wollte einfach nur konkret rüberbringen. Ja, ich weiß, was du wolltest, alles klar. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, Tim. Wieso machst du einfach nicht ein Word-Dokument? Fertig, aus. Wenn nicht, vielsten Dank fürs Zuschauen. Rambo ich einen schwarzen Bildschirm bei dir. Für die Bits. Du hast einen schwarzen Bildschirm. Ja, hatte ich gerade gehabt. Ja, ihr seid echt verrückt. Sagst du, so sieht's wenigstens noch besser aus als eben gerade. Auch eine Idee, ne? Einfach mal so hier Just Writing. Weißt du, da spielt dann die Bandbreite auch nicht so eine Rolle. Und ich rede nur, ja, wenn OBS grün ist. Ich glaube einfach, weil das vor allem am Wochenende auftritt, dass das so ein Corona-Ding ist, dass echt alle zu Hause sitzen und hier die Funktürme einfach durchdrehen. Ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Oder was meinte Stengi mal, dass man irgendwie den Server einstellen kann für Twitch? Sowas habe ich ja auch gar nicht. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Lädst du irgendwas bei Steam noch runter? Sehe ich gerade unten. Ja, was auf Hold. Der ist immer on hold, wenn gespielt wird.
wenn ein Spiel läuft. Ja, GTA 5 installiere ich mir nochmal. Wegen dieser... da gab es irgendwie ein Unterwasser-Ding, keine Ahnung, für Lau. Das wollte ich mitnehmen. Und ich hatte Ark gelöscht, da habe ich wieder Platz. Und wenn ich dann GTA installiert habe, habe ich wieder keinen Platz. Ja. Du brauchst eigentlich eine externe Festplatte, wo du GTA drauf hast und Ark. Habe ich ja schon. Terabyte Festplatte, okay. SSD. Und da sind halt diese Spiele alle drauf. Was hast du denn noch? Ja. Sind schon einige. Ja. Aber wenn du Cyberpunk doch sowieso nicht spielst, dann könntest du das doch erst noch löschen, oder? Ja, aber vielleicht habe ich ja morgen irgendwie Bock, damit anzufangen. Ich weiß es nicht. Aber Destiny zum Beispiel sind auch irgendwie 100 GB. Und Spider ist im Moment eher weniger am Spielen. Hier passiert ja, eine Menge. Ja, ich sag ja mal, ein paar Spiele, die du sowieso nicht mehr spielst, könntest du eigentlich schon mal runterlöschen, dann hast du wieder mehr Platz. Für andere Spiele, die ich nicht spiele. Ja. 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 Nee, ich mache jetzt Schicht. Ich auch. Wenn nicht, vielen Dank fürs Zuschauen. An Rambo für die Bits, Washaki für das 5. Abonnement und allen, die jetzt immer noch da sind, für die Geduld. Ihr seid verrückt, Zwinker Smiley. Noch eine schöne Nacht und viel Spaß bei dem, was ihr tut. Ja. Ja. Wenn ich nur wüsste, wie ich sowas checken könnte, woran es liegt. Das weiß ich nicht, da muss man mal Stingy nachfragen. Vielleicht hat der ja noch eine Idee. Er wird mir wahrscheinlich jemand empfehlen können, der dann vielleicht weiß, woran es liegt. Ja. Aber das Kabel ist ja auch schon ganz schön alt, was da liegt, oder? Bis zum Haus? Oder wann wurde das neu gemacht? Hä? Hey. Wahrscheinlich noch vor... Was? Also das ist auf jeden Fall schon vor 10 Jahren oder so passiert. Ist ja kein Glasfaser oder so dran, ne? Nee. Ist ja noch das Kupfergriff. Das ist ein Kabel. Ja, Kupferkabel. Kabelinternet.
Wir haben hier Kupferkabel. Ja, das meine ich ja. Was du da jetzt hast. Na, ich habe 6 MB Upload. So wie ich den Beaches bei mir. Okay. Ich hoffe, die Türen sind alle zu. Ja, ich habe alle zugemacht. Ich wüsste jetzt nicht, welche noch offen sein sollte, außer du warst noch mal oben. Schade um das Pferd. 329 Mbits die Sekunde habe ich ein Upload. Warte. An. Okay. Upload. 30 Mbits die Sekunde. Ja, nice. Und ein Ping von 27 Mbits. Glückwunsch. Okay, ich mach Schicht. Vielleicht könnte man auch einfach einen Roman schreiben. Ja. Tim Taylor liest ein Buch vor. Nee, schreib ein Buch und lest das dann vor. Ja, meine ich ja. Ja. Okay. Ja, was soll ich sagen? Ich schau mal, was passiert. Bis dahin. Euch noch viel Spaß. Bob, dir auch. Ja, ich geh mal eben noch zu den anderen runter und wir hören uns. Ja, schön groß. Ach, guck mal, da war ja ein Team-Channel auch. Okay. Naja. Bis dann. Bye-bye. Und sorry nochmal.